So, da ist sie nun, die Haga 255 Kehrmaschine. Die ist relativ leicht zusammengebaut. Da gibt es also nur hier den Schieber. Und hier kann man die Höhe der Bürsten verstellen. Das sieht man vielleicht auch besser noch. Und das ist der Behälter, der auch sehr leicht zu lösen ist, wo man dann hinterher den Schmutz findet. Und jetzt werden wir mal schauen, wie die sich so im Einsatz zeigt. Auf geht's. Und erledigt. Also die Maschine ist auch sehr leicht, ne? Also ich habe gerade die hier mit einem Arm. Die ist mit ihren 6 Kilo kann man die einfach so einhängen, nicht gerade mal am Griff dahin tragen, wo man sie als nächstes benötigt. Sehen, hat die Dose gefressen. Ja, da ist jetzt alles Mögliche drin. Hier Dosen sieht man, sind hier reingekommen. Große Blätter vom Lorbeerbaum, alles kein Problem. Und trotz Wind dann wirklich alles reingeholt in die Maschine, in den Behälter. Hier sieht man die Laufrollen, die sorgen dafür, dass halt eben die Maschine auch an der Wand exakt entlang läuft. Am Rand fährt man leicht versetzt hier so. Leicht versetzt. Ja, so das Resümee von der Maschine, so auf geraden, ebenen Flächen, funktioniert die Haga 250 sehr gut und zuverlässig. Den Mittelstreifen, den sie da teilweise stehen lassen soll, das gibt es eigentlich nur bei Feinschmutz, nicht wenn man halt so Laub aufkehrt oder so. Da macht ihr schon über die ganze Breite sauber. Am Rand hat sie Schwächen, da ist tatsächlich nicht wirklich alles weggegangen. So kleinere Sachen, besonders wenn der Rand abgesenkt ist. Bei mir war so ein Randstein, da ja erkennbar an der Mauer, wo halt eben das Ganze ein bisschen abgesetzt war, da funktioniert es nicht so ganz gut, da kommen die Bürsten nicht runter. Aber im Rindstein klappt es eigentlich meiner Meinung nach sehr gut. Da muss man zwar eventuell dann zweimal oder vielleicht sogar ein drittes Mal rübergehen, wenn man es ganz gründlich haben will, aber es ist auf jeden Fall deutlich schneller als mit dem Besen. Ich habe für die ganze Fläche wirklich nur ein Drittel der Zeit höchstens gebraucht und das eben auch bei weniger Anstrengung. Und deswegen kann ich diese Haga 255 auf jeden Fall weiterempfehlen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.